So, der Leuchtturm. So, dann müssen wir Emily befreien. Na, gucken wir mal. Das kriegen wir doch bestimmt hin. So, da speichere ich mal Flux ab. Gut. Okay, da oben wartet schon wieder gleich einer. Und tschüss. Die Lage ist schlecht. Könnte es in der Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Das sagt ihr immer wieder. Vollidioten. So, okay, der eine bleibt da. Toll. Und bewegt sich kein Stück. Gibt jetzt auch keine andere Möglichkeit, würde ich sagen. Oder? Oder vielleicht doch. Okay, dafür haben wir ja hier diese Luke wahrscheinlich auch. So, hierher. So, wie konnte ich denn hier nochmal dieses blaue Zeug dann nehmen? Achso, okay. Wieso geht das denn nicht? Ach, was ist das denn für ein Scheiß? Keine Ahnung, machen wir jetzt hier drauf, so. Gut, da funktioniert's. So. Ja, wohin jetzt? Oh, das sieht aber saugeil aus. Das sieht echt richtig cool aus. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ach so, gar nicht ganz oben, sondern etwas weiter runter. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Bonbon liebst? So, wo seid ihr? So, dich hat's auch erwischt, Kollege. Gut. So macht man das. Glaube ich. Mordend hier rumziehen. Okay, Pistole habe ich genug. Oh, das sieht ja interessant aus. Ich glaube, das können wir jetzt auch gebrauchen. Okay, dann gucken wir mal. So, die kleine Emily, wo ist sie denn? Okay, das sieht schon sehr gefährlich aus. Das wird gleich bestimmt irgendwie heftig, könnte ich mir vorstellen. Der Lordregent, aha, ganz toll. Das sieht irgendwie nach Endkampf aus, finde ich. Ja, da hinten kommt gleich so eine große Halle. Bestimmt. Okay. Ist hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Ups. Naja, viel ist das auch nicht. Besser als gar nichts. Gehen wir mal zuerst hier oben her. Ups. Okay, das ist ganz schön unheimlich hier. Cool, das sieht verdammt interessant aus. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal hier oben. Hier
Scheint es aber leider wohl nichts mehr zu geben, was interessant sein könnte. Das ist cool mit dem Wasser. Das ist verdammt geil, sieht das aus. Das muss ich ja mal sagen. Oh, dahin ist Blut. Ah, vielleicht gehen wir doch mal runter. Ja, gehen wir doch mal hier. Ups, gehen wir doch mal hierher. Von wem das Blut wohl kommt? Keine Ahnung. Was ist das hier? Ach so, das ist hier so ein Megafon oder so ein Durchsagedingen. So, das habt ihr euch bestimmt jetzt eben durchgelesen. Genauso schnell wie ich. Hahaha. Na, dann gucken wir uns vielleicht doch erstmal hier unten noch ein bisschen um. Oh. Okay. So, das könnt ihr auch lesen. Das hier, ist das Emilys Zimmer oder? Hm. Okay, gut. Hier ist überall Blut. Das ist schon... Das lässt einen ja schon irgendwelche Sachen erahnen. Hm, auf dem Pott will ich auch nicht. Gut. Speichere ich nochmal eben ab hier. So, dann wollen wir mal nach oben. Und ich glaube, es gibt jetzt auch kein Entkommen mehr. Ich würde jetzt einfach mal... die Pistole schon mal nehmen. Wir haben 30 Schuss, also damit können wir schon eine ganze Strecke anrichten. So, ach, jetzt geht's nochmal nach oben. Okay. All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten Sie uns jemals vergeben? Würden Sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die am meisten zu verlieren haben. Okay, ja, der Plan sowohl, oder der Plan der Lord Regent, uns wohl hier umzubringen. Ja, Havelock, genau, nicht der Lord Regent. Ich will mal wenigstens hier den ersten lesen. Ich glaube, ich lese mal das alles durch eben. Könnt ihr ja auch eben machen. Ich lese es jetzt nicht vor. Können wir eben ganz schnell machen. Okay, da sieht man hier, Havelock wird schon größenwahnsinnig so langsam. So. Oho. Gut, also er ist wirklich komplett übergeschnappt.
So, noch irgendwas? Nein. Okay. Dann wollen wir mal ganz nach oben. Toll, hätten wir schon lange... Oh. Ruhig jetzt! Und beweg dich endlich, Kind! Dann müssen wir uns jetzt mal beeilen. Dummes Kind. Bleiben Sie, wo Sie sind, Corvo. Oder ich springe. Corvo! Rette mich! Ruhe! Wird er nicht. Oder Corvo? Oh, ich habe sie getötet. Kann das sein? Scheiße. Oh. Okay. Ich glaube, das war nicht so gut. Hätte ich jetzt erschießen müssen, den Typen, oder wie? Okay, gucken wir uns mal das schlechte Ende an, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Corvo. Aber ich habe mich prächtig unterhalten. Intrigen und Geheimnisse, Metzeleien und Betrügereien, der Todeskampf eines Kaiserreichs. Und du warst ein Rachegeist, der überall Chaos verbreitet hat. Die Stadt geht an sich selbst zugrunde. Lügner, Kaufleute und Edelleute, die sich von ihr ernähren wie die Würmer. Bald wird nichts mehr für die Ratten übrig sein. Aber das macht nichts. Das Kaiserreich lag bereits im Sterben, durch und durch verrottet. Alles, was fehlte, war der richtige Mann, der ihm den letzten Stoß gab. Aber du verschwindest Richtung Horizont an Bord eines auslaufenden Schiffes. Ich frage mich, jagst du etwas nach oder läufst du davon? Okay, dann will ich doch lieber mal das gute Ende versuchen, irgendwie nochmal fortsetzen. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Corvo, aber ich habe mich prächtig unterhalten. Ja, ja, weiß ich doch. Bla, bla, blub. Gut, dann... ja, ich hatte gerade versucht, was zu trinken. Und dann habe ich aber fürchterlich hier geplempert. Ich muss mal gerade versuchen, das so einigermaßen hier wegzukriegen. So. Habe ich hier irgendwas? Irgendwas habe ich nicht. Scheiße. Wie soll ich die denn retten, verflucht? Ist hier irgendwas, was ich benutzen kann? Au, oh, den Dings, den Bums. Ich hab's gesehen, okay. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin, glaube ich. Gut, dann wollen wir mal eben hochrennen. So, also, ich denke mal, dass das hier dieser Haken war, der da... hängt, aber ich weiß nicht, wie ich den aktivieren kann. So, habe ich hier noch irgendwas? Ja! Gott, bin ich gut. Ich habe immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Die anderen sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein. Die böse Kaiserin, wie es aussieht. Ja gut, also auf jeden Fall... Oh, allgemein ein Chaosfaktor hoch. Hm. Ach so, das war auch noch optional. Cool. Gut, ich glaube, wir haben aber die... Sonderaktion alle durchgeführt, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir uns mal das
hoffentlich gute Ende an, aber ich glaube dafür, für das super Ende hätten wir wahrscheinlich keinen umbringen müssen oder so ungefähr. Ja, gucken wir mal. Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Oh. Okay, aber da würde mich ja jetzt mal interessieren, ist sie jetzt dann eine böse Kaiserin geworden? Es gab ja so Andeutungen, dass sie dann mehr so die eiserne Kaiserin wird. Ja, ich glaube, wir lassen jetzt einfach mal den Abspann abklingen. Ich werde dann gleich dazu mehr sagen. Disease.